Hallo und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ja, nach einer kurzen Pause hat sich doch wieder was getan auf meiner Anlage. Unter anderem, wie ihr schon seht, habe ich eine neue Lok und habe ja auf meiner Anlage ja weitergebaut. Und was ich gemacht habe, werde ich heute zeigen. Und als erstes werde ich ja meine neue Lok vorstellen. Und also die BR 151, wie man hier auf dem Bilde sieht. Und ja, wie ich zu ihr gekommen bin. All dies nun in diesem Video. Viel Spaß nun beim Anschauen. So, wie kam ich nun zu dieser Lok? Und zwar war das so: Ich habe die E151 habe ich mit einem Freund getauscht gegen eine andere Lok. Also diese Lok habe ich nicht im Internet ersteigert oder im Internet eingekauft. Wie gesagt, ich habe diese Lok, die E151 vom Primex mit der Nummer 3195, wo Primex 1982 in ihr Sortiment aufgenommen hat, ja, mit einem Freund getauscht. Ich habe letztes Jahr ja ein Lokkonvolut ersteigert für 150 Euro. Dabei, also in diesem Konvolut, waren oder war die Lok BR03 dabei, die rote Stromlinienlok. Auch war die BR18, also die Rheingoldlok, dabei. Alle zwei habe ich noch nicht gehabt. Und die Tenderlok T18 von Märklin, die 3190, war auch dabei. Ich zeige sie einmal kurz. So. Also, diese Lok war auch dabei. Diese Lok habe ich nun doppelt gehabt und wollte sie eigentlich bei eBay wieder verkaufen. Aber wie man sieht, ist es doch anders gekommen. Und zwar so war das so. Mein Freund hatte ja eine komplette Anlage gekauft mit mehreren Loks. Unter anderem war dann auch diese E151 dabei. So, er lässt auf seiner Anlage eigentlich nur Dampfloks fahren, ganz selten. Ganz selten E-Loks und Diesel-Loks. So habe ich ihn gefragt, können wir, oder besser gesagt, ich machte einen Vorschlag, diese E151 habe ich noch nicht, können wir diese Lok oder kann ich diese Lok tauschen gegen die T18? Tenderlok von Märklin. Da hat er mir sofort ja gesagt oder zugestimmt, jawohl, das waren wir. Und ja, haben beide dann die Loks ausgetauscht. So bin ich nun zu dieser Lok gekommen. So, ich zeige sie noch einmal von allen Seiten. Diese Lok ist gebraucht, hat, na klar,
Spielspuren oder Abnutzungsspuren, sage ich es einmal so, aber sie ist doch in einem recht guten Zustand. Bei dieser Lok war sogar noch die Originalverpackung dabei. So. Und wie gesagt, dies war, wenn einer fragt, ach, wie kann ich auch? Nein, dies war kein schlechter Tausch, denn wie gesagt, so diese Lok, wo ich damals oder wo damals bei dem Konvolut dabei war, hatte mich ja auch nur 50 Euro gekostet. Und ja, diese Lok wird ja auch ab 50 Euro aufwärts oder nach oben wird diese Lok bei eBay oder im Internet angeboten. Und wie gesagt, diese Lok habe ich leider noch nicht gehabt und somit habe ich sie umgetauscht und habe einen, ja, fairen Tausch gemacht. Okay, das war's auch wieder. Und nun zeige ich euch, ja, was sich auf meiner Anlage getan hat. So, was habe ich nun auf meiner Anlage gemacht? Wie habe ich weitergebaut? Und zwar ist nun der Tunnel zu. Ich habe das letzte, ja, Modul des Tunnels habe ich, also hier, fertig gebaut. Und habe, ja, die Außenverkleidung, also in diesem Teil, habe ich nun, ja, fertig gemacht. Auch habe ich nun die einzelnen Module angepasst, so dass das nun eine einigermaßen, so muss ich sagen, eine glatte Ebene gibt. So, was habe ich noch gemacht? So, ich habe nun angefangen, die Außenmauer zu verkleiden. Und habe damit auch angefangen, ja, wie soll ich sagen, diese Verkleidung jetzt auch oben zu bauen. Diese, ja, so wie hier. Da bin ich nun dabei, dies komplett, also ja, zu bauen. Und werde auch, und damit habe ich auch schon angefangen, hier nochmal ein Türmchen hinzusetzen. Und ja, das habe ich auch angefangen zu bauen. Auch dieser Teil habe ich jetzt nun, ja, hier ein Mäulchen gesetzt. Und ja, wie gesagt, da bin ich nun dabei, alles, ja, zu bauen. Auch hier ist ein Teil schon von der Außenverkleidung. Fertig. Ja, noch nicht ganz fertig.
Aber habe ich angefangen. Und ja, so, wie geht es nun weiter? Wie gesagt, die ganzen Verkleidungen oben werde ich nun die nächsten Zeiten oder die nächsten Zeit weiterbauen. Auch werde ich hier noch, ja, alles auf einer Ebene bringen, also hier noch anpassen, auch das hier noch anpassen. Ja, das werde ich nun die nächste Zeit machen oder bauen. Ja, es ist noch viel Arbeit. Auch hier wird ja alles noch bemalt. Auch mit, ja, Pflanzen, sage ich es einmal so, verkleiden. Ja, der Turm, wie gesagt, muss ich noch bauen. Ja, und das werde ich, wenn ich dazu komme, habe leider sehr wenig Zeit. Aber ja, wenn ich Zeit finde, werde ich ja weiterbauen. Okay, das war's auch wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und sage wie immer, ja, tschüss, bis zum nächsten Video. Ach ja, na klar, gibt's auch von dieser Look noch ein Fahrvideo, also wie diese Lok fährt. Und aber wenn ich davon ein Video mache, kann ich leider noch nichts sagen. Aber auf alle Fälle gibt es eins noch davon. Okay, ich sage, wie gesagt, tschüss, bis zum nächsten Video.